Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen außerhalb des Let's Plays zu Dark Souls 3 mit eurem Spooky VF mit meinem Dex-Bild-Charakter, aber hier spielen wir nicht meine normale Waffe, denn wir gehen heute einen Boss schlachten, einen dreckigen Penner, einen Riesen namens Yorm. Und ich habe diese Waffe aus seinem Altar geklaut, aus seinem Raum hier, da wird man ihm mit seiner eigenen Waffe die Fresse polieren können, beziehungsweise wir schieben das Ding ihm so tief in den Anus, dass er vorne an der Klinge lutschen kann, hoffentlich. Und da gehen wir jetzt doch einfach mal rein und gucken. Denn mit dieser Waffe, ich habe sie geklaut und habe mich mit dem Heimatknochen verdrückt. Und beim Move-Set lernen, weil ich nur die Beschreibung von der Waffe gelesen habe, habe ich gemerkt, dass... Ja, dass das nicht einfach so... Alter. Dass das nicht einfach so geht, sondern man muss ihn beide Händen holen, hier laden. Und dann... kann man hier so einen Special Move machen. Oh, hör doch auf mit deiner Kacke. Alter. Dabei müssen wir auch ein bisschen die Ausdauer im Auge behalten, dass wir auch immer schön ihm ausweichen können. Jetzt können wir wieder laden. Wir können auch ausweichen mit aufgeladenem Schwert. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Und das machen wir jetzt auch. Und jetzt hinten auf seinen Fuß drauf. Haben wir ihn getroffen? Jawohl. Jetzt kracht er zusammen. Können wir ihn eigentlich nochmal treffen? Oder aber auch nicht. Oh. Was war denn jetzt los? Ah, keine Ausdauer gehabt, oder was? Hat er den Move nicht gemacht. Und jetzt habe ich vorbeigehauen. Okay, Ausdauer. Wieder aufladen. Vorher. Jetzt laden. Springen wir unter ihm durch. Schon wieder vorbei. Ich kotz gleich. Oh. Sehe nicht mehr. Laden wir wieder. Oh, neu. Und jetzt, komm, komm. Triff. Jawohl. Dann geht er in die Knie. Jetzt müssen wir die Ausdauer wieder aufladen lassen. Es geht ja schnell mit dem Chlorantiering. Lassen wir ihn wieder ins Leere hauen. Laden wieder auf. Boah, jetzt habe ich ihn nicht ins Leere hauen gelassen. Oh, oh. Aber jetzt. Und jetzt fällt er wieder. Wir ziehen zwei Estus. Oder eins. Reicht eigentlich. Auf ihn zu. Dass er schön nach vorne ins Leere haut. Das war ein Trick-Angriff, mein Freund. Nein. Ach, Schläge. Jetzt aber. Durch ihn durch. Laden. Hauen. Jawohl, und da ist er down, der Penner. Da haben wir ihn. Boah. Abgefuckter Riesenpenner. Fürstenasche und Seele von Yorm, den Riesen, inklusive Trophy. Denn das war der dritte Aschefürst. Altrisch habe ich schon. Jetzt los. Please save his soul.